Team Review. Jo. Jo. Servus. Grüß dich. Servus. Hallo. Hallo, mein Freund. Hallo, freut mich, dass du da bist. Schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Deiner Einladung. Meiner Einladung. Du bist im Vorteil, du hast ein Shirt von meiner Band an und ich habe kein Shirt von meiner Band an. Ja, ich will einfach sympathischer wirken als du. Oh Mann. Nein, es passiert. Ich weiß, dass du im Geiste voll den Merch trägst. Ich bin im Geiste trage ich Pray for Pain Merch. Ja. Ja, also im Geiste haben wir alle Pain. Was hast du gemacht an diesem wunderschönen Tag heute? Also wo kommst du gerade her? Kommst du direkt von zu Hause oder? Bis jetzt war ich bei der Oma. Nein, wirklich, also ich gehe immer zu meiner Oma eigentlich, wenn ich am Sonntag oder so einen Feiertag habe, weil Oma ist best. Zeigst du auf die neuesten Slam-Sachen? Das ist lustig, weil wir haben letztens eine Familienfeier gehabt und da haben alle so, Kevin, du spielst ja in einer Band, magst du das nicht mal herzeigen? Ich so, nein, nicht wirklich. Und dann mein Vater immer so, ja, nein, ich spiele hauptsächlich laut und schlimm und furchtbar und dann hat sich jeder angehört und wir sind dann alle eigentlich zum Entschluss gekommen, dass wir das nicht mehr machen. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Meine Musik und Familie, das ist generell oft so ein Ding. Der Bursch spielt in einer Band. Ja, zeig mal, was ihr so macht. Ja, also meine Familie unterstützt das natürlich. Mein Vater hat alles von den Call the Mothership T-Shirts bis zum Fanboy Number One. Bis zum Ja, alles natürlich geschenkt, alles geflattert aus der Bandruhe. Sie supporten es, aber das ist halt so ein Ding. Waren Sie schon mal bei einer Show? Mein Bruder. Ja? Mein Bruder tatsächlich, ja. Hört er selber Metal? Ja, oder? Er hat früher, über den bin ich eigentlich überhaupt zum Metal gekommen, okay. Damals, aber der hört das Zeug nicht mehr. Also das war so angeborener Grant, der dann da so rüberführt. Ja, der angeborene, du weißt wie der Wiener Grant ist. Ja. Also das ist wie man so ist als Wiener, grantelt herum. Nein, aber er unterstützt die Band und meine Familie unterstützt die Band, aber es wirklich hören. Ich glaube, meine Oma hat es einmal probiert. Deine aber Oma. Ja, mit meiner zweiten Band oder sowas, damals, wie ich dich gehabt habe, wie ich 20 war. Mit welchem? Mit der? Mit nein, viel früher. Viel früher. viel früher, okay. Die hat sich wirklich in der Küche angehört. Ja. Das war was pretty hilarious. Und sie hat die Gehhilfe nicht mehr braucht, dann hat er zum Moschen angefangen. Ne? instant Mosch. Ja. Nein. Das wäre schon cool. Aber, ja. Aber dann bist aber eigentlich eh schon länger dann. So am Musik machen. Am Musik machen, naja. Ich wurde geboren. Nein. Das waren einfach nur mal Screams. Also instant zur Musik angefangen, da habe ich mit 12 oder 13, aber das war halt noch die Gitarre nehmen und Lärm. Greensleeves oder keine Ahnung. Achso, du sogar wirklich Musik machen. Ja, natürlich, wirklich Musik machen. Ja. Das habe ich nicht zusammengebracht. Und dann bin ich halt irgendwann über die Schulband bin ich zum Bass gekommen. Es ist so tragisch eigentlich. Es ist wirklich Classic Bass cool. Player Tale. Nein, es ist sehr cool. Drei Gitarristen haben sich beworben, zwei sind genommen worden, einer nicht, der war ich. Ich habe den Bass gekriegt. Ja, bei mir war es eigentlich fast ähnlich, weil bei mir war es so, dass zwei Freunde gemeint haben, ja, Kevin, wir machen eine Band, wir machen Black Metal. Und du bist instant in eine Black Metal Band eingestiegen. Ich habe vorher nichts gemacht. Also es war ganz, ganz furchtbar, weil das waren eigentlich nur Proben, wo man nur gesoffen hat. Also das war auch, einer davon war auch Alkoholiker. Das haben wir damals sehr lustig von heute. Also findet das noch immer lustig? Ja, aber es ist nicht mehr so gesund. Aber das war halt so, Kevin, also die waren beide Gitarristen, der eine war damals 24 und der hat schon seit 17 Jahren Gitarre gespielt und der andere seit 6 Jahren, aber der hat dann schon Nile und sowas gespielt, also der war da schon echt drinnen. Und dann haben sie gesagt, ja, da, ich habe einen gebrauchten Bass, nimm den. Und ich bin halt da gestanden so, also das war da so wirklich alles. Und so habe ich halt angefangen, die haben mich dann noch relativ bald wieder rausgehauen. Und ich habe gesagt, aha, fuck you, ich mache weiter. Und dann ich mache meine eigene Black-Metal-Band. Voll nur mit Bass. Mit Blackjack und Hookers. Ja, aber Blackjack würde ja eh schon passen. Ja, voll. Das ist Blackjack-Metal-Check. Blackjack-Check. How much wood would a woodchuck-check? Also du bist wirklich instant in eine Black-Metal-Band eingestiegen, hart. Ja. Also wie gesagt, ich habe das mit 15 eben gehabt über die Schulband. Mhm. Da haben sie mir dann einen Bass in die Hand gedrückt. Ich wollte damals, habe ich irgendwie, was die in der Oberstufe finden, man neue Freunde und mein damaliger... Wirklich? Freunde? Angeblich, ja. Ich hab das nicht gehabt. Der hat mir irgendwann so eine Metallica-CD gegeben und gesagt, ja, wir müssen das auch spielen. Und ich habe gedacht, so, ja, cool. Ich habe dann Bass versucht zu lernen.
Okay. Und also Black Metal war es nicht, das war, ich bin tatsächlich über Metallica-Covers zum Bassspielen gekommen, okay, und auch zu Metal eigentlich. Das ist eigentlich der volksgesunde Einstieg zu dem Ganzen. Weil bei Metallica hast du doch irgendwie auch eine gewisse Raffinesse da hinten auch beim Schreiben, auch wenn es jetzt überhaupt nicht meine Musik ist. Aber es ist halt doch was anderes als mit 10-minütigen Black Metal-Liedern, wo ein Riff schon mal 4 Minuten geht. Also wenn du mit denen anfängst, das. Ich meine, du hast auch total viel, also der eine, der war auch sehr, sehr musiktheoretisch unterwegs. Aber ich glaube, es ist einfach ein etwas gesünderer Einstieg, wenn man da wirklich ein bisschen versatilere Sachen macht. Versatil, ja, versatil war es jetzt eigentlich nicht, weil wir haben eigentlich nur Metallica-Covers gespielt. Okay. Also ich kann mich erinnern, wir haben den Typen von dieser Stageband haben wir extrem genervt damit, dass wir einfach immer die ganze Zeit Metallica-Covers, und er wollte, dass wir halt so Santana spielen oder irgend so. Und wir sind halt gekommen und so, ja, wir würden gern For Whom the Bell Tolls und Seek and Destroy. Und so, ja, aber wollt ihr nicht auch Him oder vielleicht Santana? Und das haben wir dann eigentlich runterdruckt, nur damit wir so schnell wie möglich wieder zu den Metallica-Songs kommen können. Und das haben wir dann auch selber dann privat weitergemacht irgendwie. Ja, aber bist du dann von diesen Metallica-Geschichten eigentlich dann so hast dann gesagt, ja, ich brauche jetzt was Ärgeres? Ja, du, also das ist bis heute eigentlich so, du steigst ja mit den Challenges, eigentlich steigert sich. Na, aber ich meine, brauchst du so, wo du gesagt hast, okay, ich brauche jetzt ein bisschen härtere Musik zum Beispiel, ich brauche ein bisschen was Undergroundigeres auch, dass du dann gesagt hast, ja, das... Ich war damals 16, 17, ich habe nicht mal gewusst, was Underground ist, oder? Also für mich war es so, keine Ahnung, was es gibt. Metallica, das ist, wie es funktioniert. Du nimmst ein Instrument, surfst relativ viel, ja, spielst relativ gut, machst dann eigene Songs und dann wirst du berühmt. Ja, aber da überschneidet sich es wenigstens. Wir haben beide mit Saufen angefangen, das ist echt schön. Also Musik fängt man mit Saufen an. Ja, sollte man sich nicht merken. Das war bei mir halt damals das Stigma von halt das D-Metal. Alkoholiker und auch die ganze Fresh-Metal-Sache, die ich reinkommen bin, also Megadeth, Slayer, Exodus, das war halt, die haben halt alles ein gemeinsames Ding gehabt. Pizza Fresher, gell? Voll, ja. Das waren alles diese Leute, die sich halt irgendwo in der Bay Area getroffen haben, in irgendwelchen Gärten und sich halt weggeschossen haben. Und ja, wir haben halt versucht, das irgendwie zu... Gut, persönlich kann man auch besser saufen. Das ist richtig, ja. In Wien hat beides nicht, aber es wird trotzdem gut konsumiert. Das ist bei vielen Bands auch dabei am Anfang, dass du irgendwie sagst, okay, durch Saufen kommen die Leute dann. Es ist ja halt nicht anders, oft wenn ich sehe, wie die Leute sich getroffen haben. Es war halt irgendwie damals was sie geglaubt haben, das muss so sein. Also du musst irgendwie... Du musst so die harte Sau sein, genau. In die Richtung. Ja, voll. Nein, aber ich weiß nicht, wir haben halt gleich mit eigenen Sachen am Anfang, auch wenn es ziemlich laut war. Ich habe halt dann... immer so nebenbei, während ich Black Metal geübt habe, ich auch nebenbei immer so Red Hot Chili Peppers und sowas geübt. Das war halt dann mein Zugang zu dem Ganzen, weil es wird halt fad, wenn du immer nur dieselben Sachen spielst. Aber das sind so Bassisten-Bands, oder? So Red Hot Chili Peppers. Ich meine, Flea ist eh okay. Ja. Sehr netter Typ. Aber wie hast du dann später den, also ich weiß nicht, wann hast du dann gesagt, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel wirklich so eigene Musik machen? Also du meinst, warum bin ich nicht der jetzige Bassist von Metallica, sondern... Genau, warum bist du nicht der Favorite Mexican? Ich bin im Übrigen der Favorite Mexican, möchte ich nur mal anmerken. Ja. Kevin, unser Favorite Mexican. Super. Taugt man. Taco Burrito Burrito. Watch your racism. Also ich habe irgendwann ist mal dann langweilig geworden. Also ich habe mit den Coversachen angefangen, so bin ich eigentlich zur Musik gekommen, so habe ich gelernt, wie eine Band funktioniert. Du lernst halt durch Covers, okay, wie findest du dich? Es ist halt leichter, weil du lernst, wie du als Band funktionierst und du musst dich aber nicht drum kümmern, um Songwriting. Ja. Also es ist praktisch ein Trockentraining für eine Band. Ich habe halt gelernt, wie arbeitet man mit Leuten zusammen. Wenn halt alle das gleiche Material kriegen und sich dann damit beschäftigen und jeder halt lernt, seine Rolle zu machen oder dann halt auch wirklich lernt. Ja, du kriegst auch ein bisschen so Stage-Feeling dafür, das Ganze. Ja, wir haben das auch live gemacht. Ich habe sogar auf der Donauinsel gespielt, bitte, mit 15 Jahren. Boah, geil. Da gibt es sogar irgendwo noch eine CD davon. Ich glaube, meine Eltern haben die sogar. Das ist CD gehen. Seek and Destroy auf der Donauinsel mit 15. Ah, ihr habt sogar gleich Seek and Destroy. Also, wir haben wirklich, ich habe es durchgedruckt. Ja. Gibt es nicht eh diese Niederösterreicher, glaube ich, sind es, oder? Die haben jetzt auf einem Nova Rock gespielt, oder? Meinst du Seek and Destroy? Ist das ein Seek and Destroy? Seek and Destroy? Und wo ist jetzt da unten? Warte mal. Jetzt habe ich so einen Enger. Ach, Shoutout zu Seek and Destroy. Meine Favorite
Ich kenne keinen einzigen von Ranz, Ranz-Leute aus dem Burgenland. Sind die so ranzig? Ja, wahnsinnig tolle Leute. Also, okay. Das ist much, much love. Also, das, wenn ich, wenn es mal best Austrian Bands ist Seek and Destroy. Wirklich, okay. Bei mir ganz oben, ja. Cool. Weil es einfach komplett verrückt sind. Und ich stehe drauf, dass einfach Leute, drei Leute auf die Bühne gehen. Und ranzig sind. Nein, einfach sie selber sind und einfach so crazy, dass ja. dass du nicht weißt, was du damit anfangen sollst. Und sobald Bands sowas haben, ist das für mich einfach ein Qualitätsmerkmal. Das ist ein bisschen so wie HG Ichte dann der Effekt, gell? Ja, das ist bei euch, auch ähnlich. Wirklich? Ja, ein bisschen. Das ist schön. When that slam part hits you, ja, das war. Das ist, kann mich nur das letzte Mal erinnern, aber ja. Na, das Seek and Destroy ist das. Ich glaube, ja. Seek and Destroy haben keine Metallica-Covers gemacht. Nein, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Ich krieg den nur immer wieder mal so mit, wenn ich höre das mal so ein bisschen, wenn dann irgendwo. Das Tolle ist ja an der österreichischen Szene, wir sind ja sehr incestuös. Also wir sind ja sehr, sehr klein und jeder kennt jeden. Wir sind eines. Genau, wir sind ein bisschen so inbred. My brother, mother. Genau, das ist my father is my uncle. Das ist ja wunderschön. Uncle, father, daughter. Nice, ja, voll. Das Schöne ist ja das, du kriegst ja wirklich alles mit, vom größten Anfängern, nennen wir es mal, bis hin zu wirklich elaborierten Sachen. Aber es ist, ich hab manchmal das Gefühl, dass gar nicht mehr so viel neuere Sachen nachkommen, weil ich sehe oft viele, viele selbe Bands. Oder, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber also mir kommt manchmal vor, ich krieg nicht mehr mit, dass ich so viele neue Bands sehe, wie die letzten Jahre zum Beispiel, im Österreichischen. Das kommt davon, meinst du wirklich neue Bands, ja, oder meinst du neue Leute? Das ist irgendwie so zwei Paar Schuhe für mich. Dann definier beides, wir haben jetzt Zeit. Also, ich habe halt das Gefühl, es kommen schon viele neue Sachen nach, aber es sind halt doch gewisse Leute, um die sich diese Szene bewegt. Also es gibt schon... Also eine neue Formation um die alten Gesichter quasi. Das hast jetzt du gesagt, okay. Ja. Aber, das sind doch schöne alte Gesichter. Das sind doch schöne alte Gesichter. Nein, also ich finde schon, dass neue Sachen kommen, ganz viel. Also wenn ich jetzt an die letzten zwei, drei Jahre denke, dass schon relativ viel Neues kommen, finde ich. Oder ich krieg's halt einfach nicht mit und habe Bands einfach jahrelang verpasst, die jetzt auf einmal für mich neu sind. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass neue Sachen kommen, aber es sind natürlich, begegnet man sich wieder. Nach mehreren Jahren und Leute haben halt teilweise andere Bands gemacht, beziehungsweise sind aus ihren Bands ausgestiegen. Ja, wir wollten mal was anderes probieren. Also, ich komme mehr aus dem Grind und aus dem Death Metal. Wirklich? Naja. Also, tell me more about that grind. Wundert jetzt jeden, oder? Na, aber da merkst du halt schon noch, also gerade in der Grind-Szene merkst du halt, da rede ich auch wirklich viel mit den Leuten immer drüber. Dass da auch der Altersschnitt auch einfach über die Jahre sich einfach hebt, weil da relativ wenig Junges, Neues dazukommt. Man muss auch sagen, Grind ist jetzt nicht unbedingt die Musik der hippen, jungen Generation, aber es ist halt... Es war auch nicht die Musik der hippen, alten Generation. Es war einfach nur Musik. Es war... Naja, auch nicht. Schatz falsch. Es war... Naja, cool. Das ist kein Schatz. Oder? Nein. Mir ist das halt auffallend. Ich meine, dass im Grind generell immer wieder, was weiß ich, in Tschechien und so weiter, wirklich viel, viel neue Bands und so weiter kommen. Aber mir kommt halt vor, dass obwohl die Musikrichtung schon extremer wird, die Leute sich mehr für extreme Sachen, durch den Slam auch zum Beispiel, sehr, sehr stark interessieren, glaube ich, dass beim Grind, dass das vielleicht dann doch schon ein bisschen zu extrem ist. Und beim Death Metal fällt mir auch, ist da auch relativ wenig an Nachwuchs. Außer jetzt zum Beispiel auch Deum. Ich würde jetzt sagen, ja. Also, die Sache ist, ich glaube, das sind halt so Subgenres, wo es immer schon eine, sozusagen, da gab es nie so viele Leute, habe ich das Gefühl. Also beziehungsweise es war was jetzt halt gerade im Moment extrem fad in der Szene, ist halt nicht mehr Death Metal, beziehungsweise ist halt nicht Grind oder Slam. Ja. Das heißt, ich glaube, es kommen schon relativ viele junge Leute nach, aber es kann sein, dass wir einfach im falschen Genre sitzen und das nicht mitkriegen. Wir sind einfach ungusten und keiner reden muss. Na, aber wenn ich jetzt zum Beispiel denke an die Burschen und Mädel von Blessed with a Curse zum Beispiel, sie wirken frisch, also die wirken noch nicht, ja, noch nicht so alt und verbraucht wie du und ich. 5 Jahren oder so, glaube ich, gibt es ja schon, oder? Bilde ich mir ein? Natürlich weiß ich das und stimme dir vollkommen zu. Also ich glaube, es sind 5-6 Jahre, ich bilde es mir ein. Irgendwann habe ich mal mit einer Freundin drüber geredet. Also,
Ja, also, was mir beim Death Metal dann auch auffällt, schon eben, es hat schon eine Zeit auch gegeben, wo ich gemerkt habe, okay, dass das Death Metal ein bisschen wieder mehr forciert wird. Aber ich habe doch mal mit Alex Webster darüber geredet. Okay. Da war ich überhaupt wie ein kleines Kind. Was sagt der Alex Webster zu unserer Wiener Szene? Nein, weil wir haben ja damals geredet, das war vor 4 Jahren, und haben gesagt, okay, ist es vielleicht so, das war sogar noch bevor diese ganze Slime-Geschichte kommt. Das war die Show in der Szene, oder? Genau, ja, genau. Die spielen ja, wenn sie spielen, eh nur mehr in der Szene, ja. Habe ich das Gefühl, was mich gewundert hat, weil ich kann mich erinnern, vor 7 Jahren oder so, habe ich es noch gesehen in der Arena mit Behemoth. Und das war halt schon geil. Also das war schon Hammer. Aber wir haben halt dann mit ihm geredet und haben ihn eben gefragt, so glaubst du vielleicht, dass die Death-Metal-Szene noch so ein bisschen am Apfel und ist, am Sterben ist? Und er sagt halt, Death-Metal ist so eine Musikrichtung, die nie sterben wird, weil sie nie wirklich gepiekt hat. Also es hat nie eine Zeit gegeben, wo alle so, ja, bam, Death-Metal, jawohl, einer. Das hat es nie gegeben und deswegen glaubt auch nicht, dass der Fall da dementsprechend so arg sein könnte, dass es jemals sterben würde. Und das ist halt aber sowas, was ich in den letzten Jahren beobachtet habe, dass sich das halt eher jetzt weg vom Death Metal, obwohl du große Bands hast, wie zum Beispiel Suffocation oder andere. Ich muss andere. Lernen, wenn da nichts einfällt. Shoutout to all the famous Big Bands. Big Death Metal Bands. Das fühlt sich erwähnt. Na, aber das, ich glaube, dass wir momentan auch wenn der Slam ganz groß ist und gerade so Within Destruction auch zum Beispiel, die gehen halt mehr in die Deathcore-Richtung mittlerweile, die brutal gehypt werden. Mit denen haben sie sogar gespielt. Ja, nein, ich hab's mit Wolf Odin noch gespielt. Wir haben mit Within Destruction auch gespielt. Ah ja, stimmt, dann später hat's der Walter gemacht. Grüße an den Walter. Grüße an den Walter, shoutout zu Walter, wo auch immer er ist. Wo auch immer er lebt. Ich weiß ganz genau, wo der Walter lebt. Ich weiß, ja. Wo du wohnst, Walter. Das ich sagen weiß wir aber es. Nicht, oder? Also, nein, das machen wir nicht. Das ist uncool, wenn man dann so leaken in einem Gespräch. Also, ja, aber du meinst halt irgendwie, dass das es flaut schon wieder ein bisschen ab, habe ich das Gefühl. Also, ich glaube, dass dieser Coolness-Faktor von Slam und so weiter doch schon noch wieder am Abflauen ist gerade. Oder meinst du, dass deswegen einfach nicht mehr wirklich viel neue, junge Geschichten nachkommen? Eben, und ich glaube, und ich weiß nicht, da würde ich zum Beispiel jetzt interessant finden, wie es zum Beispiel jetzt Richtung Chor-Szene zum Beispiel rübergeht, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, dass das was ist, was immer schon auch leicht Hand in Hand geht in Wien, weil sobald die Leute ein bisschen zu extremer Musik tendieren, dann profitieren eigentlich beide Szenen sehr gut davon. Also ich denke schon, dass die Leute in Wien gerade im Moment halt mehr zur Chor tendieren. Szene tendieren, oder ja. Beziehungsweise die viele Bands, die ich halt im Moment sehr hype, zum Beispiel wie Whipple in the Empire und das, also wirklich Bands, wo ich auch sage, die machen ihre Sache saugut und ja. Das tut Whipple in the Empire, die machen ihre Sache unglaublich gut und ich schaue sie mir jedes Mal gern live an, wo auch immer ich sie erwische oder Kill the Lycan. Ich finde auch All Your Sorrows sehr geil. Also absolut. Das war eine von den wenigen Core-Bands, weil ich bin ja nicht so der riesen Core-Fan. Wo ich im Weihpunkt stand bin und mir dachte, du bist deppert. Der Gary. Schäbert. Shoutout to Gary. Shoutout to Gary, du sitzt an der Stelle, wo er gesessen ist. Der Maschine, ja. Nein, es gibt schon wirklich, wirklich, wirklich geile Bands und ich glaube, dass das im Moment halt einfach mehr eine Core-Sache ist, als es eine Death Metal oder Grind-Sache ist im Moment. Glaubst du, dass was mir nämlich auch auffällt, ich hab immer so das Gefühl bisschen bei Core, dass das auch ein bisschen so einen Punk-Effekt hat, dass das wirklich viel, viel auch Modesache ist. Glaubst du, dass Core... ist ein heikles Thema. mir kommt immer vor, schau, also warum ich jetzt zu dem Ganzen komme, ist, dass das halt im Core wirklich, wirklich ganz, ganz arg verstärkt viel Merch produziert wird. Viel, viel Merch gekauft wird und viel, viel Selbstinszenierung, jetzt nicht im Negativen oder Positiven, sondern wirklich einfach nur diese Online-Präsenz von schau mich an, Alter, ich hab Merch. Okay. Weißt du, mich könntest du in Impericum ablichten. Weißt? Okay. Weißt, okay. Das ist immer so das, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass das doch auch ein bisschen eine Modegeschichte ist. Disclaimer. Call the Mothership und Damn vertreten nicht die Auffassung ihres Bassisten, der sich jetzt dazu äußern wird. Na, was ich mir denke, ist Folgendes. Natürlich habe ich auch dieses Argument schon gehört, die keine Ahnung, H&M-Metal-Generation, wo du auf den Paragon gehst und die Leute schauen einfach alle gleich aus. Auf der anderen Seite muss ich diese Leute aber auch verteidigen, weil ich gehe auf ein Grind- oder Death-Metal-Konzert und es ist genau das Gleiche.
Weil da, okay, haben auch alle Leute den Merch an. Gut, da haben halt auch alle denselben Ranz einfach, den sie mitziehen bei Grant gerade. Also das ist ein Argument, ich verstehe, dass das halt kommt von anderen Genres, dass es auch in der Wiener Szene gekommen ist, dass auch das habe ich Leute sagen hören, mhm, dieses Jahr. Es ist alles das Gleiche und das sind alles nur irgendwelche so Copycats, also von Copycats, ja. Wo ich dann halt sagen muss, okay, würde ich vorsichtig sein, weil wenn es dann zum Beispiel auf ein Konzert von besagten Leuten gehen würdest, mhm, die solche Aussagen treffen, und du schaust das Publikum an, ist schon auch alle gleich. Also er meint einfach nur T-Shirts von anderen Bands. Aber es ist, also was ich hier zum Beispiel gemerkt habe im Death Metal, mhm, im Vergleich zum Core, es ist eigentlich vom Merch, dieses Merch-Ding ist, das Gleiche. Es haben die Leute haben halt die Shirts von den Bands an, die sie cool finden und die gerade, mhm, im Moment da sind. Zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, ob es jetzt Within Destruction ist in der Death-Szene oder Vulvodynia, ja, oder Beyond Creation, ja, oder andere Sachen. Dying Fetus zum Beispiel. Also ich glaube, man wird ein bisschen betriebsblind, glaube ich, in der eigenen Subkultur, weil, mhm, weil man sich halt denkt, okay, boah, schau dir die an, die schauen alle gleich aus. Da hat man ein bisschen so ein Überlegenheitsdenken, gell? So ein Herdendenken, und dann denkst du, ja, aber wir sind drei und jetzt hast du die Core-Szene oder vice versa, genau dasselbe. Aber glaubst du nicht, also ich habe teilweise, also entweder ist es, ich habe zwei Erklärungen, entweder ist es wirklich, weil es halt eben so eine Modegeschichte ist, so eine wie Punk inszenierte Modegeschichte, dass das halt eigentlich die Message eigentlich ursprünglich ganz eine andere, gar nicht im Vordergrund gestanden ist. Aber das Zweite, glaube ich, ist auch, dass gerade auch YouTube und Spotify da ganz, ganz viel mit rein pfeifen, weil du früher eher CDs gekauft hast, weil du gesagt hast, okay, ich sehe jetzt die Band, ich meine, ich bin immer noch einer, der viele CDs kauft, aber ich glaube, viele hören sich einfach daheim was auf YouTube an, auf Spotify und sonstige, und denken sich, ja, jetzt brauche ich mir nicht unbedingt eine CD kaufen, jetzt habe ich das Album eh schon 20 Mal gehört, bevor es rauskommen ist eigentlich, also... Weißt du, was ich meine? Ungefähr, ja. Dass man sagt, okay, ich habe jetzt schon da alles gehört von der Band, ich brauche mir jetzt nicht extra eine CD kaufen, also kaufe ich mir ein Shirt. Und die Frage ist dann, könnte es sein, dass dann später auch vielleicht die Musik in diesen Szenen ein bisschen so in den Hintergrund gerät? Also grundsätzlich, dass ich das kennst du sicher auch von euch, dass ich da... Kein Merch. Ich habe Merch gekauft im letzten Konzert. Ja, einmal, mein Gott. Einmal. Na, ich habe euch diese 10 Euro gegeben. Macht was damit. Ja. Also. Schaut dann alle, die Merch kaufen. danke, Mama. Danke, Mama. Danke, Papa. Ich glaube, dass sich halt die Money-Making-Maschine stark verlagert hat von CDs, also von, mhm, tatsächlich Musikverkaufen zu Merchverkaufen. Mhm. Das hat sich absolut gedreht, das glaube ich schon. Natürlich kaufen Leute noch immer CDs, mhm, aber ich als jemand, der CDs auch kauft, muss ich sagen, es ist einfach ein Pain in the Ass, diese CD zu nehmen, zum PC zu gehen. Und die dann später zu überspielen, gell? Die zu überspielen, ja, dann gehen teilweise die Titel nicht mit. Ja, dann musst du das alles mit MP3-Tag nochmal eingeben. Das stimmt, ja. Und ich habe eine riesige Hacken, auf die ich im Endeffekt gar nicht einmal stolz bin. Man denkt immer, what am I doing with my life right now? also natürlich, ich glaube, das hat schon damit zu tun, dass die Leute, das Streaming macht es halt einfach super, super einfach, die Musik, mhm, zu kriegen. Oder dass die Leute halt lieber Merch kaufen als CDs. Ja. Auf der anderen Seite hat es halt auch einfach damit zu tun, dass die Bands sich auch mehr auf den Merchverkauf konzentrieren. Du kriegst einfach mehr Geld rum damit, weil wenn ich mir denke, du kriegst den Zehner zum Beispiel für die Musik oder so, für die CD, und du kriegst ja zum Beispiel jetzt Hausnummer 20 Euro für ein Shirt, das ist halt einfach, du kriegst ja meist, das ist auch ein gutes Thema. Kauft eure Shirts um 20 Euro? Ja, wenn wir wash dann schon. Nein, also wir machen, also meistens die Shirts, glaube ich, kosten wir uns jetzt 15 Euro, und halt wenn du Shirt und CD haben möchtest, dann machen wir halt 20 Euro. Dann gibt es ein bisschen Rabatt, weil wir sind ja so, wir sind Business. Ja, das habe ich beim Talier gelernt, weißt du? Beim Talier. Aber wie funktioniert das wirklich bei euch? Also womit macht ihr die Kohle in der Band, damit ihr das Ding umlaufen? Ich muss ganz ehrlich sagen, wir machen mehr Kohle mit den Gagen als mit dem Merch. Weil ihr kriegt Gagen? Du kriegst von mir auch Gage, wenn ich euch veranstalte. Also du jetzt... Nein, also du, ja, das ist ja auch ein Punkt, das ich ansprechen wollte. Ich meine, Unterschied zwischen Core-Szene und, ist gerade erklärt worden, Gage, es gibt eine Gage. Nein, das Scherz beiseite. Nein.
Okay, also ihr macht das meiste wirklich über Gagen. Also ist es nicht so, dass ja, ihr auch über Merch... Ja, es variiert schon, aber ich habe das Gefühl, wenn man, ich meine, auf der Tour, die wir jetzt zum Beispiel gespielt haben, haben wir das natürlich nicht so gehabt, weil wir haben einfach nirgendwo Gage bekommen. Weil das war einfach der Deal. Wir haben gesagt, okay, wir stellen die Backline, dafür dürfen wir mitfahren. Das ist weil die Tour du organisiert hast? Nein, ich habe nur den Wien-Gig organisiert. Also ich hab halt, wenn okay. ich organisiere gerade eine Tour für den März nächstes okay. Jahr. Das wird natürlich dann anders laufen. Weil also habt ihr keine gekriegt, weil du sie nicht organisiert hast? Sag einfach ja. Kevin ist ein super Veranstalter, der den Leuten immer Gage also wenn ihr faire Konditionen wollt, kommt's her. Ich gebe fair ist jetzt ein bisschen ein Stretch, aber so. Nein, das war schon. Ich habe bedankt damals dafür. Voll. Nein, aber schau, also das Ding ist, dass ich habe halt zwei Prinzipien. Prinzipiell musst du erst, also für Gage habe ich immer, es muss fair sein. Bei mir ist einfach aufgefallen, viele Bands kommen her und sagen so, ja, nein, wir wollen das. Weil die haben irgendwo mal gehört, von irgendeinem Interview oder so, oder von irgendeinem Podcast, ihr müsst unbedingt die Gagen einfordern, wenn ihr Gagen wollt. Also, und da rückt es auch nicht runter. Ist auch prinzipiell richtig. Du musst ja auch wissen, was du wert bist. Aber du musst das halt auch in einem Verhältnis sehen. Wenn ich zum Beispiel Hausnummer, was weiß ich jetzt, keine bestimmte Band, jetzt wirklich nur Hausnummer, wenn ich jetzt sage, ich hole eine Supportband aus der Steiermark, ja, für einen Opener-Slot und die sagen, sie wollen 200 Euro zum Beispiel jetzt für einen wirklich kleinen Abend, dann kann ich das natürlich nicht machen. Da versuche ich denen so weit wie möglich entgegenzukommen, aber als Veranstalter kann ich das nicht machen. Und das ist halt dann das, wo ich sage, okay, kenne auch nicht nur A, deinen Wert, sondern auch B, das Limit des Veranstalters, beziehungsweise welchen Rahmen der agiert. Ja. Und das Zweite, was ich mal immer vornehme, ist bei den Gagen, dass ich halt wirklich auch sage, ich kann damit rechnen, dass ich am Ende von dem Wochenende halbwegs zufrieden bin. Weißt, weil wenn du nur mit, also wenn du zum Beispiel weißt, okay, ich spiele jetzt, Defi spielen wir jetzt zum Beispiel, da kriege ich jetzt auch nicht wirklich was. Es ist wirklich ein freundlicher Obolus, sage ich jetzt mal. Aber ich weiß, dass ich nach dem Wochenende zum Beispiel wirklich glücklich sein werde trotzdem mit dem Gig, weil halt der Gig geil wird, weil ich trotzdem vor 1000 Leuten spielen werde zum Beispiel als Hausnummer. Also das sind immer so Sachen, das sind so die zwei Sachen. Erstens, man kennt deinen Wert und weiß, wie viel das Ganze dann wirklich auch abwerfen wird für den Veranstalter. Und zweitens, schau, dass du ein gutes Gefühl hast am Ende. Also, dann. Ja, also mehr oder weniger geh nicht zum Gig, wo du weißt, der Veranstalter steigt da. Ich spiele keinen Gig, wo du wirklich nur denkst, ich spiele den jetzt einfach nur, um einen Gig zu spielen. Das ist, also da kannst du auch wirklich deine Zeit, sage ich jetzt mal, nützlicher oder sinnvoller verbringen, auch wenn Gig spielen leibend ist, auch wenn die Leute treffen, geil ist. Aber wenn ich zum Beispiel sage, ich habe den größten Sau-Gig da, den ich nur spiele, weil ich jetzt in irgendeiner Ware nochmal zugesagt habe, schwierig. oder weil du deinen neuen Drummer auf die Bühne bringen. Zum Beispiel, das ist doch auch schon. Aber wie lange habt ihr jetzt gesucht eigentlich? Damn, haben einen neuen Drummer, möchte ich nochmal sagen. Der ist der Hammer, der Drummer. Ich vermisse den Drumcomputer, ganz ehrlich. Der hat den Takt, gell? Ja. Michi, wenn du das anschaust, ich mag dich nicht. Das geht. Nein, wir haben den Drummer gefunden über die Paula, die wunderliebe, tolle Paula, die mir diesen... Von Blessing for Curve? Ja, die mir diesen Menschen vorgestellt hat, irgendwo, irgendwann, ich habe vergessen, wo. Bei der Nena. Bei der Nena, beim Nena-Konzert, irgendwo, irgendwie. Ich check den Joke nicht, das ist das zu... Ist, zu ah ja, okay, wohl. Das ist normale Musik, die hören wir ja, Entschuldigung. Okay, ja. Okay, das war ein Freund von ihr, oder ist noch immer ein Freund von ihr, hoffe ich, keine Ahnung. Vielleicht sind jetzt immer noch Freunde. Jetzt nachdem du das mit Drumcomputer gesagt hast. Und der hat sich tatsächlich, ich glaube, er hat zugesagt, weil er nicht wusste, auf was er sich einlässt, ganz ehrlich. Weil alle Drummer, die wussten, die schon ein bisschen länger gespielt haben, das heißt, haben gesagt, ihr seid sehr deppert. Das heißt, das Glück war einfach, dass er sich die Lieder nicht angehört hat. Ja, ja. Cool. Ja. Sehr gut. Da habe ich letztens erst mit dem Julius drüber geredet. Der hat mir eine absolut interessante, wie er zum Gitarrespielen angefangen hat. Und das ist typisch der Julius. Er hat ihm erzählt, er hat nämlich dieses Gitarrenbuch genommen, das er gehabt hat, und hat einfach sofort auf die letzte Seite geblättert, zum schwersten Stück, und das hat er gelernt. Ja, er spielt ja auch Dark Souls. Also, und, das ist, und das ist irgendwie, ich glaube, das haben wir mit Michi gemacht. Das ist circa der Prozess. Also, okay. Dieses, ja, du spielst ein bisschen Schlagzeug, du spielst okay Schlagzeug, gut, ja, du schon ein bisschen. 300 ppm. Würdest du gerne einmal blasten? Wie schnell kannst du es? Passt, das doppeln wir. Und er hat sich halt wirklich angeschaut. Das ging halt von ein, zwei Songs, die sich halt angeschaut hat. Wo man dazu sagen muss, da war auch am Anfang, also du hast natürlich
Er ist jetzt nicht in den Proberaum gekommen und hat genailt. Ja. Diese Aussage werde ich dann in 20 Jahren revidieren, wenn wir weltberühmt sind. Und ja, das ist cool, der hat zerlegt, der Bub. aber er hat das wirklich mit einer Motivation und einer Ausdauer gelernt, wo ich echt den Hut ziehe davor. Mhm. Weil also die Musik ist auch für mich nicht easy. Und haben wir eh schon mal geredet. Ja. Haben wir eh schon mal geredet, ja. Das ist immer und so geil, wenn man so einen Tag vor der Probe Sachen zugeschickt kriegt, lern das. Ja. Das ist schön, gell? Das ist einfach Improvisationstalent mit der Zeit. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Man hört es aber eh nicht am Bass. Yay! Shoutout to lazy bass players, ja, who can't play their shit. Das passt schon. Da kann man saufen dabei. Ja. Also der Michi hat das gelernt jetzt im Laufe der Zeit und er hat das tatsächlich gemacht und es sitzt. Ja, das ist also cool. Ich bin sehr, sehr begeistert. Also egal, ob es jetzt live 100% abliefert oder 80%, es ist mir eigentlich komplett wurscht, was ich an dem Typen respektiere, ist die Sache, dass er sich hingesetzt hat. Der Ehrgeiz einfach. Ja, der Ehrgeiz und das zu machen, das ist was ich bei vielen Leuten zum Beispiel sehr vermisse heutzutage, dass dieses, es ist so schwer, ich kann es nicht spielen. Und dann hört man einfach auf, gell? Genau. Boah. Ist dieses, das ist halt der Schlachtruf der Leute, die irgendwann mal halt mal in einer Band gespielt haben. Ja. Das sind dann die was 20 Jahre da sind. Ja, bei denen habe ich gespielt, so ein halbes Jahr. Und dann, sie sind dann 10 Jahre, nachdem ich dabei war, berühmt worden. Also ich habe eigentlich schon was dazu beitragen, muss man sagen. Also das ist ungefähr so. Ich find, Hobbybands sollten auch Hobbybands sein. Die Leute sollen Spaß haben, es ist cool und es ist super. Aber dass du dich halt damit beschäftigst, dass du dich halt hinsetzt und sagst, okay, ich will diese Art von Musik machen, also setze ich mich auch hin und lerne diese Art von Sachen. Absolut, ja. Techniken, dass du dich beschäftigst mit was geht ab in der Szene, in der Instrumentenszene. Ja. Zum Beispiel, ich kann halt auch nicht komplett ignorieren, was in der Tech-Dev-Szene abgeht am Bass, auch wenn ich nie wirklich drinnen war. Also ich bin auch erst durch Damn dazu gekommen, dass ich mich überhaupt erst mit diesen Sachen beschäftige. Also ich habe mir früher auch keine Arsch bei Bassplayers angeschaut. Das ist doch so geil. Also ohne Scheiß, wirklich, also das ist meine Meinung. Das, Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, aber ich ganz kurz, internationaler Shoutout. Also wirklich, wer Arch Spire nicht kennt, das ist meiner Meinung nach, also da verpasst man was, das sollte man sich definitiv anhören. Weil die sind meiner Meinung nach eine der großartig geilsten, super Band, ja. Eine der geilsten Tech-Dev-Bands, die auch irgendwo ein bisschen einen Groove drinnen hat und so weiter und wirklich viel, viel Liebe zur Melodie. Hammer, muss ich kurz sagen. Arge Typen, aber das ist halt, wie soll ich sagen, du willst halt irgendwo an das anschließen. Das kannst du halt nicht machen, wenn du sagst, na, ich möchte Tech-Dev machen, aber ich übe nichts. Ja, oder ich möchte Tech-Dev machen oder ich möchte Djent spielen. Ja. Aber hab keinen Rhythmus, egal. Da gibt es eine lustige Geschichte zu mir auch. Ich habe es ja probiert. Ich probiere es ja immer. Ich bin so ein lazy fuck. Ich probiere es, dass ich mich durchschummel. Immer wieder. Da gibt es einen Term, den nannte, wie wird der Jürgen genannt? Den Ratemeister. Der Ratemeister war ein Bassist, der nicht gelernt hat, wann die Hits sind, wo er anschlagen muss. Und das war so eine Im Jet, geil. Das war halt so, du hast halt deinen kleinen Groove und es ist halt wirklich so ein... Also, ich muss gestehen, das rechne ich ihm bis heute hoch an, den Werk, dass er da nicht auszuckt ist, aber das war halt so ein Punkt, wo ich mir auch dachte, aber das funktioniert nicht. Das kannst du nicht bringen. Ich stelle mir das aber live geil vor, weil du hast live immer Leute, die aus dem Takt draußen sind und dann irgendwie so mit... Und für die spielt er. Also er ist einfach so der Bassist der verlorenen Seelen. Der Ratemeister. Ja. Quasi, ja. Was mich wieder zurück zu Michi bringt, eben, also der Michi hat das... Super Übergang. Tolle Transition. Der hat sich da einfach reingeknitzt. Das ist cool. Also das finde ich, das ist immer wieder auch cool, wenn eben ein neues Gesicht in die Szene reinkommt. Mhm. Weil der Michi war ja vorher überhaupt nicht existent. Irgendwo. Nein, er ist also geboren worden. Also er ist Fötus rausgeflutscht und war Drummer und auf einmal war er da, oder? Voll. Er ist eigentlich erst 2. aber wo war er denn vorher? Oder was hat er denn vorher gemacht? Ihr redet doch nicht. Das weiß ich, der spielt schon Drums und dann geht er heim, ist mir da wurscht. Ja. Okay. Na, ich weiß, also bei mir war das jetzt zum Beispiel so,
Weil ich ja schon geredet habe, ich bin ja in der Death- und Grind-Szene und ich habe immer angefangen mit Black Metal und ich habe wirklich jahrelang nur Black Metal machen wollen, Black Metal gemacht einfach. Okay. Und bleib stehen. Und es war dann halt, also ich habe dann irgendwann so, ich habe dann immerhin ihren Black Metal einfach nur hören wollen und dann irgendwann war es aber dann schon ausgelutscht, finde ich. Also das ist halt das, was mich am Black Metal damals so gestört hat. Damals auch gerade diese Depressive Suicidal Black Metal Geschichte, das Ganze. Okay. Das war ja alles so ein Riesenthema damals. Und da war halt dann für mich immer so der Punkt, okay, jetzt ist mir zu fad. Und dann habe ich halt eben angefangen, dass ich auf einmal Gore Grind und Brutal Death Metal höre. Und so bin ich dann erst rübergekommen eigentlich. Und ich habe dann wirklich jahrelang nur Black Metal Konzerte in Wien erlebt. Mhm. Und wirklich immer, was weiß ich, eh so Bands wie Mondstille zum Beispiel. Machen die noch was? Da fragst du, ja, fragst du den Falschen. Gar nicht mehr. Ich habe einen sehr subtilen Kopfwackel aus dem Off bekommen. Also Mondstille war zum Beispiel eine geniale Band. Das habe ich geliebt. Oder eben auch Selbstentleibung war auch richtig geil. Ich habe keine Band von mir jemals angeschaut live. Na, Selbstentleibung hat er zum Glück nicht gespielt. Und Mondstille, glaube ich, hat der Bernd der Jörg noch ausgeholfen, glaube ich. Einmal. Hat er auch nicht. Aber Devastating bin ich auch rausgegangen. Also Band war cool, aber es wollte Jörg kommen, das bin ich gegangen. Das ist halt schon schlimm, gell? So eine Erscheinung. ich bin lustigerweise auch durch den Jörg erst auf Mondstille aufmerksam worden, weil ich nämlich das Basscover damals von ihm gesehen habe auf YouTube, was er mit Kerim aufgenommen hat. Das ist alt. Also lang her, nicht alt. Alt ist ein schieres Wort. Da muss ich auch sagen, das war tatsächlich ein Ding, das ich zum Beispiel super gefeiert habe, weil das für mich eigentlich ein ziemliches Beacon war. Weil natürlich als Bassist oder generell als irgendjemand, der ein Instrument spielt, schaust du halt nach Leuten, wo du sagst, wo du dich orientieren kannst. Und ich habe mich halt lange Zeit einfach nur immer noch an internationalen Geschichten orientiert. Mhm. Und wie ich dann diese Covers von Jörg entdeckt habe, war es halt irgendwie so, oh shit, da gibt es irgendwer, der das in Wien... Der kann sogar spielen. Der macht das da, he's from here. Ja, voll. Das war es bei mir das, auch. Das hat tatsächlich so ein Stigma. Ich habe tatsächlich lange Zeit geglaubt, dass das halt einfach, keine Ahnung, dass die lokale Szene einfach scheiße sein muss. Weil die großen Bands kommen nicht, aus Wien. Ja. Es stimmt aber, ja. Ich glaube, wir haben ein bisschen lang, also du bist ja, glaube ich, jetzt nur 3 Jahre älter. Also wir können uns schon dazu müsste ich, dazu müsste ich wissen, wie alt du bist. Sage ich denn nicht. Nein, ich bin 25. Kannst du mich bitte siezen? Nimm den Hut ab, junger Mann! aber ich glaube, dass wir eine Generation danach sind. Wir haben zum Beispiel auch, ich weiß nicht, hast du Punch and Stange in der aktiven Zeit? Ja. Das hast du miterlebt. Also miterlebt, ich war auf einem Konzert. Wo bevor das große Nichts dazwischen war quasi. Soweit ich weiß, ja. Okay. Aber das war dann, also das aktiv, halt nicht gehabt, aktiv miterlebt ist immer so ein Ding. Ich war irgendein Freund damals, hat mich halt mitzart. Ich kann mich nicht mal mehr erinnern, wann das war. Ich weiß nicht, ich habe sie. Ich kenne den Freund nicht mal mehr. Ich war damals, also ich habe viele Bands gesehen im Nachhinein, wo ich dann erst draufgekommen bin, hey, das sind eigentlich Bands, die lokal sind. Ja. Und die super aber cool sind. Ja. Aber da sage ich halt zum Beispiel, es kommen ja trotzdem noch große Bands aus Österreich. Und man schaut an, Belfegor zum Beispiel ist halt wiederum zum Beispiel, die haben dann zum Beispiel in Österreich pfiffen für ganz lange, weil der Helmut hat halt irgendwann gesagt, ja, legst du mich am Arsch, ich gehe jetzt nach Holland. Der Helmut hat irgendwann gesagt, what? Und dann... Ja, viert. Nein, der Helmut, da gibt, ich weiß nicht, darf man obszöne Geschichten eigentlich erzählen? Darf man, ja, grandios. Kennst du die Geschichte, wo der Helmut im Escape an die Bude bei uns hat? Ach Gott. Kennt die jeder? Ja. Okay. Ich weiß nicht, ich erzähle sie mal. Also der Helmut von Belfegor, ganz kurz, falls die Leute nicht eh schon kennen. Helmut von Belfegor war mal im Escape und hat dort gespielt eben mit Belfegor. Und wirklich? War dann schon, ja, und war dann schon relativ antrunken. Und hat sich im Escape, eine wunderbare Bar in Wien, an die Pudel gestellt und hat dort einfach seinen natürlichen Bedürfnissen freien Lauf gelassen. Könntest du für die Menschen erklären, was eine Pudel ist? Eine Theke. Eine Theke. Komisches Wort. Auf jeden Fall hat er dort halt hin uriniert, wie er das so getan hat. Und da ist dann die Badame hingegangen und gesagt, hey, hör auf, bitte, du kannst ja nicht hinpissen. Und er so, Gosch, ich bin von Belfegor. Und hat halt einfach dann weiter sich erleichtert, hat dann ein Bier bestellt und ist wieder zum Tisch gegangen. Also, ich glaube, er hat sich nachher wieder hingesetzt. Ja.
bam. Also nicht so Pudel, ich meine, da bleibt ja nicht, also so reidig ist nicht einmal der Helmut. Aber das, ich finde das halt cool, also das, nicht cool, aber ich finde das halt, bei denen hast du... Du findest das cool, du hast gerade gesagt, du findest das cool. Alle Veranstalter aufpassen, Pray for Pain pischt an die Decke. Kevin, es ist raus. Das ist nach ein paar Sachen auf der Tour, ist das gar nicht so abwegig. God damn, Sam. Also unser Gitarrist ist halt... Ich bleib dabei, dass er halt einfach sehr, sehr gern oder sehr, sehr viel trinkt und dementsprechend sehr viel Handrang hat. Aber ich denke mal, Bayfield ist halt so ein Beispiel. Du musst halt, glaube ich, auch manchmal ein bisschen drauf scheißen, auf alles, damit du halt wirklich deinen Erfolg hast. Was mich wieder zu Seek and Destroy bringt, die das absolut großartig... Die ranzigen Burgenländer. Echt, tut es mir leid, dass ich ranzig gesagt habe. Ranzig sind sie eigentlich gar nicht. Sie sind einfach... Was liegt, das biegt? Was liegt, das biegt, ja. Und es biegt wie die Burgenländer. Es biegt wie die Burgenländer. Du, ein Grund, warum dieses neue Damn-Video so großartig ist, ist, weil das aus der Gegend von Kulkraum... Ich habe mir schon gedacht, dass das jetzt nicht Favoriten war. Das hat diesen Burgenland, Spritzwein, Kohlgraben-Vibe irgendwie. Was waren das überhaupt für keltische Steine oder was? Also die haben aufgestellt. Haben wir hingetragen, haben wir hingebracht. Cool. Ja, der Julius ist eh so ein Viech. Ja, voll. Der ist wirklich eine Maschine. Na, der Peter hat sich vorher, ist am Vortag hingefahren, mit der Paula, hat es aufgestellt. Okay. Ja. Und soll was haken, oder? Na, voll. Weil du gesagt hast, die Tour, ihr habt jetzt wirklich exzessiv eigentlich eine Tour gehabt. Wie lang war das? 10 Tage. Also 10 Tage sind wir 5.500 Kilometer gefahren. Okay. In welche Länder habt ihr gehabt dabei? Wir sind in Deutschland haben wir angefangen. Das war in Hamburg oben am Holsteiner Delfest. Dann sind wir weitergefahren nach Belgien. Dann Paris, Lyon. Dann Mailand. Dann Ljubljana. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Dann Wien. Da warst du auch dabei. Ja. Nein, ich würde mich auch ansaufen und alles vergessen. Stocknüchtern gewesen. Dann wäre eigentlich Tschechien gewesen und wir waren Day Off gehabt. Und dann die letzten 2 Gigs waren in Leipzig und Aschaffenburg. Okay. Und also es war so eine richtige Spirale. Ja. Naja, okay. Allerdings der Promoter war halt auch Deutscher. Also der hat... Der ist einfach zu Hause gefahren und hat euch mitgenommen. Kein Schmied, der letzte Gig war bei ihm daheim. Das war bei ihm einfach... Wir haben dann später bei ihm pennt noch so eine Stunde, okay. Weil wir haben einen Gig gespielt, dann haben wir gesagt, hörst du, Leute, wir wollen schlafen. Und das war halt wirklich... Es war eine kleine Bar. Also wirklich klein. Wirklich, wirklich klein. Aber es war lustig, weil es war Sonntag, es war noch so ein letzter Gig einfach so auf drauf scheißen und alles. Weil das macht dich erfolgreich, haben wir gerade gesagt. Ja, du, also das muss ich, das möchte, das ganz kurz verschwanken. Ich finde ganz wichtig ist, dass wurscht, wo du spielst, wann du spielst, vor wie vielen Leuten du spielst, mach einfach Stimmung. Also wirklich scheiß drauf. Ich hasse das, also ich hasse persönlich als Promoter und auch als Bandmitglied nichts mehr, als wenn du Bands siehst, die einfach nur auf der Bühne stehen und dann an Folds ziehen, einfach nur, weil da jetzt nur 10 Leute sind zum Beispiel. Okay. Wenn du nicht einmal schaffst, dass du 10 Leute motivierst. Ich würde mich wohl freuen über 10 Leute. Ja. Wahnsinn, kein Scheiß, ich habe vor 5 Leuten auch schon gespielt und das war trotzdem geil, weißt? Es kommt ihm, du kannst, und ich meine, gut, das waren auch Freunde von mir. Es war halt eigentlich effektiv keine Sau da. Und nicht einmal die anderen Bands. Das ist immer ganz, ganz traurig, dass du es immer höllisch willst. Danke, Österreich. aber prinzipiell, also wirklich ganz, ganz wichtig finde ich einfach, wenn du für 10 Leute, ganz gutes Beispiel, wir haben gespielt in Polen oben, das war, da hätten wir im September eine Tour gehabt mit Caleb Grandpa, da sind dann Caleb Grandpa ausgestiegen auf einmal als Headliner und wir haben gesagt, okay, die Gigs sind da, wir haben uns ein Auto gemietet, fahren wir einfach weiter und scheißen drauf. Und wir haben ganz, ganz liebe andere Bands kennengelernt, mit denen wir immer noch befreundet sind und es war eine gute Entscheidung von uns. Aber zweiter Tag oben in Bydgoszcz, ganz, ganz weit oben in Polen, also selbst für Polen ganz polnisch eigentlich. Und wir haben da vor 7 Leuten gespielt. Da waren 7 Leute, da waren 5 die anderen Bands und die eine war die Freundin von der anderen Band und ein Typ, wirklich ein lieber Typ, der hat sich das Set von Anfang bis zum Ende gegeben, der hat dann beide CDs gekauft, ein Shirt. Und der liebt uns seitdem. Also der kommentiert auch immer auf Facebook mit, der schreibt uns auch. Nicht? Und weißt du, und das ist dann so der Punkt, wo ich sage, scheiß doch drauf, ob du jetzt vor hunderten Leuten spielst oder vor 10 oder sonst nicht. Du musst diesen einen Menschen, der euch danach liebt, weil sie so ein geiles Set abliefert, den musst du überzeugen. Den willst du sowieso erreichen. Und das ist egal, ob du den erreichen willst unter 100 Leuten oder ob du ihn alleine erreichen willst, aber den willst du sowieso haben. Und ganz ehrlich, das Feedback, wenn du eine kleine Show gespielt hast, das Feedback, wenn du eine kleine Show gespielt hast für diese paar Personen, das ist so geil einfach.
Weißt du, was ich meine? Weil du hast halt wirklich, der kann dir eine ehrliche Meinung auch geben und du merkst dann auch, ob es dem gefallen hat oder nicht. Und das finde ich halt wirklich schön. Und deswegen ist halt auch mein Rat immer an alle Bands, auch wenn wir jetzt nicht die Größten sind oder sonst, aber einfach als Mensch, bitte scheiß doch einfach drauf, wie viele Leute da sind. Dann macht es halt meinetwegen macht's eine Probe draus auf der Bühne. Aber bei der Probe hast du ja auch Spaß im Normalfall. Außer der Jörg ist dabei. Aber ich glaube, du hast dich auch dran gehört. Ich kann dazu jetzt gerade nichts sagen. Er hat ganz finster geschaut. aber es ist, also wie gesagt, das ist halt, finde ich, wichtig. Macht's einfach Party. Ja, Feedback ist so ein Ding bei Konzerten. Das ist was zum Beispiel ich ein bisschen bekrittel, dass das generelle Feedback. Words. It's a thing. Dass das generelle Feedback halt oft bei Shows ist. Ja, war ja geil. War ja lauernd, gell? Ich freue mich total, dass es den Leuten gefallen hat. Und ich hoffe nur immer inständig, dass es auch wirklich so ist. Ja. Voll. Weil diese eine Person, die runterschluckt, was sie eigentlich sagen möchte, ist diese Gedankenpause, ja? Du weißt, was ich meine? Dieses kurz so innehalten, so, ja, war eh geil. Also ich bin unglaublich dankbar für alle Leute, die jemals auf irgendwelchen Konzerten von mir waren. Aber ich möchte halt auch diese Personen sehen nachher, die sagen, hey, aber das und das hat nicht geklappt. Weil es ist halt ein Ding auf das, wer soll's mir denn sagen? Ja, voll. Und das ist das kommt aber dann irgendwann, das hörst du über 10.000, keine Ahnung, Ecken dann irgendwie, kriegst du es dann selber eh raus und dann denkst du, das stimmt sogar dann. Ja, es stimmt eh. Also das ist so ein Ding. Oft sind die Sachen, die du halt bemerkst als Zuschauer, wo du dir denkst, hey, da haben sie eigentlich noch Raum für Verbesserung. Genau, sollst du nicht hingehen und sagen, oh, der Set ist für den Arsch, hör auf. Sondern du sollst ja hingehen. Löscht euch. Du sollst dir den Bands auch helfen, sich zu verbessern. Ja. Und da braucht es halt einfach ab und zu diese Kritik, dass du sagst, hey, das und das funktioniert nicht. Oder das solltet oder meiner Meinung nach könntet ihr das vielleicht ändern. Das war prinzipiell auch immer mein Punkt zu dem Ganzen, weil ich habe mich über jede negative Kritik immer gefreut. Weil dann eben du hast Punkte zum Verbessern. Aber dann habe ich mit meinem Gitarristen ganz lange diskutiert darüber. Du kannst von einem, sage ich jetzt mal, 0815er Konzertbesucher, der von Musik jetzt nicht wirklich eine Ahnung hat, außer sie zu konsumieren, nicht verlangen oder ihm diese Bürde quasi übertragen, dass er dir jetzt sagen soll, was du auf deinem Konzert, also wie du deinen Gig verbessern sollst. Wobei der Punkt ist, dass die haben das Fachwissen zum Beispiel nicht, dass sie sagen, okay, ich schaue jetzt drauf, wie bewegt sich der. Aber du warst ja selber auch mal einer von den Leuten, die auf Konzert. Oh ja. Die Sache ist halt dieses Ding, weil da geht es halt, finde ich, also da reflektiere ich auch gern immer, wie ich in die Szene reingekommen bin und wie ich da eigentlich angefangen habe. War ich genau noch, also dasselbe wie diese Leute, wo du dir denkst, na, was soll mir der sagen? Der spielt ja eigentlich... Ja. Havara, du warst vor 8 Jahren genau selber so. Und ich denke mir halt, gerade bei unserer Musik, wenn du da jetzt kurze irgendwie so Snippets, so Vines hättest, so Shows von uns, weiß ich nicht, ob wir wirklich argumentieren könnten, dass wir so viel mehr Ahnung von Musik haben. Gut, ich habe das eine, wo man der Bass gut einfach abreißt. Das ist hilarious. Wer sehen will, das ist auf unserer Facebook-Seite. Pray for Pain. Also wenn ich da irgendwie so an kurze Momente denke, so, keine Ahnung, Distortion, disharmonisch, wo ich mir denke, okay, haben wir eigentlich Ahnung von Musik? Aber also ich denke halt, das ist schon ein Punkt. Das ist schon so ein Punkt, wo es irgendwie anfängt, dieses, man glaubt halt, man ist irgendwie anders als die Leute im Publikum, was ich zum Beispiel auch bin, weil ich einfach besser bin in allem, was ich tue, als jeder, der im Publikum steht, aber grundsätzlich für Leute in der Wiener Szene. Du stehst schon mal nicht im Publikum, das ist schon mal das Beste. Also normalerweise gilt halt, außer für mich, gilt halt, dass wir halt nicht... Gerade in der Wiener Szene, wir sind nicht getrennt vom Publikum, weil im Publikum stehen ziemlich sicher 50%, die wir kennen und die auch in einer Band spielen. Und auf die würde ich mich halt, ich würde mir auch in der Wiener Szene zum Beispiel wünschen, dass das Feedback kritischer, aber doch positiv kritisch bleibt und nicht jetzt ein Bashing, sondern ein, wir helfen uns gegenseitig, einen höheren Level zu kriegen. Das finde ich ist absolut. Und wenn du mal zu einer Grindband gehen willst und sagst, hey, ich mag dich, aber ich kann überhaupt nichts mit der Scheiße anfangen, die du da machst, dann ist das halt so, weißt du, dann kannst du das ja auch sagen. Das ist ja man muss, das ist genauso wie bei Reviews, du musst diesen Bemessungsfaktor einfach dahinter kennen. Ich meine, bei Grind ist ein komisches Beispiel, weil Grind soll einfach scheiße sein,
Das ist ja wirklich auch das Ziel der Musik eigentlich. Außer du heißt Deported, dann bist du einfach nur eine geile Sau. Also nicht als Mensch. Wenn du als Mensch Deported heißt, bist du gar nicht am Leben. Aber das ist. Na, aber ich finde wirklich, ich finde einfach diese. Stell dir vor, du hast in einer Geburtsurkunde Reporter stehen und keinem Krankenhaus kennt sich aus. Lebt das Kind jetzt oder nicht? Ach Gott, ich glaube, das ist unsere Eile von Humor, die sollten irgendwie. Es ist jetzt das erste Mal wirklich aufblitzen. Ich glaube, die Leute wissen nicht, dass wir komisch sind. Es ist auf jeden Fall, nein, aber ich finde einfach, es ist wirklich wichtig, diesen ehrlichen Umgang zu suchen, weil mir bringt es einfach nichts, eben wie du gesagt hast, wenn einer sagt, ja, das war eh leiwand, super, muss weiter, so. Dann mache ich vielleicht weiter so, aber ich weiß halt nicht, was ich besser machen kann. Filmt ihr euch eigentlich selber? Wobei? Bei allem. Bei allem? Nein, aber filmt ihr euch auch im Proberaum zum Beispiel selber oder auf der Bühne und schaut euch dann später an und denkt euch, hey, was weiß ich, bei dem Break, also mit Knie. Bei Call the Mothership haben wir schon jetzt einige, also ich nicht. Die wundervollen Leute, die sich ja. Das antun, das zu filmen und ins Internet zu stellen. Und unsere Crew, die das halt macht. Also ich schaue mir schon immer gern, wenn es irgendwelche Live-Videos gibt, schaue ich es mir schon gern an. Und ich analysiere, auch wenn es teilweise wirklich schmerzhaft für mich ist, schaue ich mir mich an und schaue, ob es da irgendwas zu tun gibt. Weil das halt, keine Ahnung. Ich denke, das ist wichtig. Es gehört ja dazu, weil ich meine, das ist halt unser Attempt, wenn wir wissen, okay, wir haben jetzt ein paar wichtige Gigs, bei uns sind alle Gigs gut, wenn wir ein paar wichtige Gigs vor uns haben, dann sagen wir einfach, okay, wir schauen uns jetzt zum Beispiel, wir stellen uns eine Kamera hin und wir performen jetzt wirklich so, wie wir es live machen würden. Einfach nur, damit ich weiß, okay, wie fühlt sich das überhaupt an? Weil wir haben ja doch ein paar Parts, wo ich sage, okay, die sind halt ein bisschen zacher zum Spielen, hat jede Band. Und wie verhalte ich mich zum Beispiel, dass ich dann wirklich den Bass zum Beispiel unter Kontrolle bringe, weil ich kann jetzt zum Beispiel nicht da zum Sweepen anfangen, wenn ich gerade in der Luft bin zum Beispiel. Weißt? Ich also, kann sowieso nicht zum Sweepen anfangen, weil... Ich lerne es gerade, es ist ganz, ganz furchtbar. Na, aber weißt du, ich meine, es ist halt, also da ist halt das, wo ich so... Das ist halt oft so dieses Ding, das sieht man aber auch wirklich ab und zu bei manchen Bands, dass du halt merkst, okay, das ist jetzt gerade wirklich die erste Live-Erfahrung und das ist auch die erste Erfahrung in diesem Setting. Ja. Und... Keine Ahnung, das wird halt, da musst du halt auch wirklich gut sein, damit du spontan Sachen, ich meine, ich habe das jetzt noch immer, Sachen, auf die, wo ich denke, ich habe mich darauf vorbereitet, und dann ist es die Live-Situation. Dann vergisst du andere Sachen, dann denkst du, boah, hätte ich mich drauf, also ich finde, dass sowas hilft tatsächlich arg, also das kann ich, tue ich leider selber auch viel zu selten, dass ich mich auf einen Gig vorbereite, indem ich wirklich perform, als wäre es die Konzertsituation, weil das hilft dir einfach, weil du merkst auch... Man glaubt doch einfach, ja, ich schaffe das eh. Das passt dann schon so. Das ist aber ein Wiener Ding. Das ist wirklich ein Wiener Ding. Das passt schon so. Das wird schon... Backline steht... Ja, wir haben noch 5 Seiten. Backline vorhanden, ja. Das passt schon so. Nein, aber ich finde, das ist halt das, was ich sage, wo ich halt manchmal glaube, dass das manchen Bands sehr, sehr helfen würde, wenn die wirklich auch mal diese Selbstkritik auch anbringen würden. Also das ist, glaube ich, ich habe schon ein paar Bands nämlich getroffen, wurscht, ob jetzt Wien oder Deutschland oder sonst irgendwas, ich habe halt einfach ein paar Bands getroffen, wo du halt einfach nur gesehen hast, wenn du es dann nachher nur gehabt hast, ja, und die Leute, die machen ja gar nicht mit uns und so. Also das war jetzt die deutsche Band. Stehen alle nur rum hier und ich sage mir so, ja, Alter, du hast dich auch nicht bewegt. Also wenn ich nur fad auf der Bühne stehe und 0815er Reefs runterdonner, die ich mir von jeder x-beliebigen anderen Band anhören könnte, dann wird sich natürlich kein Publikum bemüßigt fühlen, sein Pop-Shit zu bewegen. Also es ist wirklich, ich werde dann in Stasis verharren. Es wird nicht mehr passieren. In der Stasi nicht, aber... Ja, aber das ist wie gesagt, also ich denke bei solchen Sachen wirklich mittlerweile, versuche ich daran zurückzudenken, wie ich halt, keine Ahnung... Die Anfänger. Die Anfänger, ja, weil das ist halt ein Ding, wo ich mich selber auch am Krawattel nehmen muss. Mhm. Damals, weil ich war lange Zeit... Das gebe ich auch offen zu, wirklich ein toxic little fuck and shit, ja. Nur Trash-Talk über andere. Und das ist aber, ich kann tatsächlich aus Erfahrung sagen, es bringt dich original nirgendwo hin. Weil die Momente, wo es dann wirklich klar und wo ich wirklich angefangen habe, nicht jetzt vor, ich bin noch nicht berühmt, ich spiele in keinen Weltorgen-Superbands. Ja, aber immerhin Szene-Headliner, oder?
Okay, gut, Entschuldigung, das war no offense. Ich habe zwei Bachelor, soll man die auch noch irgendwie vielleicht? Ja, das hast du dann später hinten am Backdrop hängen, so hab zwei Bachelor. So groß ausdruckt. Am Resümee, Szene-Headliner, Bachelor of Arts. Ja. Na, ich bin über das irrsinnig froh. Also das ist wirklich eine Erfahrung, die ich treasure. Und es ist mir wurscht, wie viele Leute dort waren. Ich weiß, welche Leute dort waren. Und es ist mir egal, wie viele es waren. Ich weiß, wer dort war. Und ich weiß, wie es sich angefühlt hat, wie es war. Es war super. Und das sind aber Sachen, die zustande gekommen sind, in dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht sind nicht alle Leute in der Wiener Szene Hundkinder. Viele, aber nicht alle. Viele, aber nicht alle. Und es werden immer weniger. Dann. Nein, du schießt dir selber ins Knie mit deiner Attitude von wegen, wir distanzieren uns von dieses, also dieses, die Wiener Szene kann nichts reißen, weil die sind alle scheiße. Schießt dir im Endeffekt selber ins Knie, weil du bist immer ein Teil von Du bist dann vor allem einer von den Suderanten und keiner lädt sich Suderanten ein. Ich habe das ist ja auch so ein Thema, wo ich eigentlich drüber sprechen wollte, dieses Networking. In den Ganzen. Weißt du, wir haben zum Beispiel, ganz am Anfang habe ich mit vielen Bands mich auch befreundet, hauptsächlich aber auch mit dem Hintergedanken, dass ich mir, mach mal Gig-Sharing. Das wird zu 90% nicht passieren. Nicht, weil die Bands jetzt Arschlöcher sind oder sonst irgendwas, aber Gig veranstalten ist halt einfach eine finanzielle Belastung. Und du kannst nicht von irgendeiner kleinen Band verlangen, dass die dich kleine Band jetzt herholt, dafür einen Abend veranstaltet, Miete zahlt, Gage vielleicht sogar noch zahlt und so weiter und nur Minus macht, damit sie dann später mal einen kleinen Zachen-Gig bei dir in Wien spielen dürfen. Weißt du, und ich habe dann irgendwann angefangen, dass ich wirklich drauf pfeife, mit dem, ich rede jetzt mit dem und dem, weil ich weiß, okay, da komme ich an das und das Konzert. Und ich habe, und das ist nämlich die Gefahr, die immer schnell läuft, falscher Satz, wurscht. Da läuft man einfach schnell Gefahr, dass man sich in dem verliert. Und das ist halt, man muss dann wirklich ein bisschen zurückkommen, auch zu dem, finde ich, warum mache ich die Musik, warum finde ich das überhaupt geil? Und dann gehst du einfach so zu Konzerten, dann fährst du auf Festivals. Und das ist meiner Meinung nach einer der besten Ratschläge, den ich wirklich jedem geben kann, der irgendwie raus will aus Österreich zum Beispiel oder generell einfach Gigs überall haben möchte. Fahr auf so viele Festivals wie möglich, schau, dass du so viele Leute wie möglich triffst. Und gerade in kleinen Szenen geht das, weil gerade diese kleinen Szenen selber auch viel hin und her reisen. Ja. Und du triffst immer dieselben Leute, sei es darum, dass es in Tschechien ist, sei es darum, dass es in der Slowakei ist und in Deutschland und in Österreich. Das sind immer dieselben Leute. Und mit dem kommst du dann durch dieses Netzwerk rein und kommst dann auch ein bisschen raus. Weißt du, weil die haben großteils selber Bands und dann spielst du halt zum Beispiel eben mal in Belgien oder so, weil du dich halt mit denen gut verstehst. Aber nicht, weil du jetzt unbedingt dich mit denen verstehst, weil du einen Gig haben willst. Ja. Also das ist wirklich das, was mir bei vielen Leuten auch auffällt, die reden teilweise mit dir einfach nur, weil sie einen Gig wollen. Also das finde ich ganz, ganz nervig und wirklich auch toxisch. Und da muss ich aber sagen, das finde ich in der Core-Szene zum Beispiel schöner. Das ist mir echt aufgefallen, dass gerade in Wien wirklich, wirklich viele Haber rein. Die Leute reden mit dir, weil sie einfach mit dir reden wollen, ja, oder? Ja, genau. Das ist tatsächlich schön. Ich meine, die Grind-Szene ist auch leider in Wien, aber ich habe halt, wie gesagt, es gibt bandmäßig bei ein paar Leuten, habe ich halt schon gemerkt, die sind... Wir müssen jetzt übrigens eher eine Core-Band machen, weil in die Death-Szene können wir nicht mehr zurückgehen nach dem... Voll! Boah. Nein, aber es ist... Ich kann ja, ich muss jetzt, da muss ich Oberschenkel das gehen, ist, damit ich einmal runterkomme. Ich habe das tatsächlich schon gehabt, dass ich mit... Dass ich halt wen irgendwie angeschrieben habe. So, hey, wie geht's dir? Ja, wegen dem Kick. Und ich war so, nein. Wie geht's dir einfach? Ja, voll. Kam dann, es ist mir wurscht. Ja. Es ist, das Networking zum Beispiel, da tue ich mir ganz schwer. Also ich bin sozial wirklich ein Homunculus. Homunculus? Ist komplett falsch verwendet, aber ich wollte es jetzt anbringen. Das ein Homunculus. Also wie Hypotenuse. Nein, ich bin, was Networking angeht, bin ich ganz furchtbar. Ich vergraule auch regelmäßig Leute, weil sie irgendwie glauben, ich will nicht mit ihnen reden. Weil ich halt einfach gerne bei den Konzerten stehe und so, hey, ich kenne den Typen. Ja, da geht die Person raus und ich so, no, don't leave. Komm zurück. Das passiert mir bei Frauen auch. Sag zu mir. Okay. I'm lonely. Darüber reden wir nachher, wenn die Kamera aus ist. Ja. Hat so lange niemand mehr berührt. Hast du das schon mal gehabt, dass du erkannt worden bist? Wo, von wem? Ich habe das wirklich schon mal gehabt, aber ich habe mich nicht wie das Tag gefühlt, ich habe mich sehr komisch gefühlt. Es ist gekommen, wie ich arbeiten war, ich bin ja Buchhändler eben. Ja. Und da sind schon zwei, drei Leute gekommen und sagen, hey, du bist doch der von Pray for Pain. Und ich habe so, echt?
bin ich, also ich, oh Gott, also das ist so cool. Ich hatte, glaube ich, einmal oder so hat mich wer angesprochen, also es ist ja komisch, weil, Alter, es ist halt, sorry, aber auch, ja, auch meine größte Band, und nicht meine, dem Jörg, seine größte Band, bei der ich dabei bin, ja, hat jetzt auch nicht 10.000 Facebook-Likes, ja, also wenn ich jemanden erkenne, ist es für mich so ein, also du kennst mich tatsächlich, du erkennst mich nicht. Voll. Also einmal passiert dieses, hey, bist du der Bassist von Call of Mothership? Ja. Das ist voll komisch, oder? Es freut mich, weil das heißt halt, okay, der kennt mich halt jetzt irgendwie. Ja. Was ich tatsächlich hatte, und das ist das noch immer, das war, wie wir damals die USB-Sticks ausgeteilt haben für das erste Call of Mothership-Album, wo der Jörg nicht dabei war und urviele Leute haben mich und den Schachen gefragt, hey, bist du der Jörg? Die schaut mir auch echt das, ähnlich. Das und... Wo ist der Jörg? Also das sind so diese, das sind Wiedererkennung. Die kommen dauernd auf den Jörg, es kotzt mich echt an. Voll, als würde er hinter mir sitzen. Voll, es ist schon eine Präsenz im Knack. Na, aber das, also erkannt werden ist, ich finde das, es ist komisch, ja, aber es ist auch irgendwie, also das ist halt auch so, wie gesagt, so ein Szene-Ding ist, wenn du erkannt wirst, ja, du kennst mich halt dann. Also persönlich schon, ja, ja, voll. Weil Ich habe da mal eine coole Geschichte gehabt, da waren wir auf einem Konzert, also unser alter Sänger, Stani, der Mani, mein Gitarrist, der Alkohol. Der war übrigens mit mir in der Schule, euer alter Sänger, der war in der Hegelgasse 12, ja. Ja? Der im Zeichenzweig, glaube ich. War er da auch schon so komisch? Nie mit ihm geredet, aber ich weiß, dass er dort war. Nein, er kann auch extrem gut zeichnen, der hat ja auch zum Beispiel das Cover, das Albumcover von unserem letzten EP, der komplett alles mit der Hand zeichnet. Mhm. Das war, also, das war lustig, weil da hat er von Anatomiebüchern so rauszeichnet, war in der Bibliothek von der Uni. Und da haben sie ihn dann rausgeschmissen, weil er eben kein Medizinstudent oder sowas war. Und er hat gesagt, ja, die waren da nicht so begeistert. Trinken Sie, was machen Sie ja, da? Na, Death Metal oder so. Sie zeichnen gerade ein Tutl. Er hat alle. Er hat alles mit der Hand abzeichnet Zitten und dann später. Kopiert aus allen. Wir wollten eigentlich nur Brüste und dann ist dann ein Gesicht rauskommen, weil wir Frauen lieber in die Augen schauen. Okay. Und auf jeden Fall, wir waren auf einem Konzert und der Mani und so, wir stehen so alle da und dann kommt auf einmal einer zu mir, zum Mani und zum Alko und sagt so, hey, setz doch die von Pray for Pain, oder? Und ich so, ja, ja, voll. Und da steht dann so der Stani daneben, der Sänger, das Gesicht von der Band. Und er schaut ihn so an, so, sehr's. Und hat ihn aber überhaupt nicht erkannt und gar nicht gewusst, wer er ist. Und er so, ja, ich bin der Sänger, aha, ja, na, du bist ja der Bassist, oder? Und ich so, ja, ja, voll. Und der Stani... Das war schon sehr lustig. Also, da muss ich sagen, ich hänge mich meistens, wenn ich mich an den Sit oder an den Hermes hänge, das funktioniert super, weil so, ja, du bist doch von Call of Mothership und ich sollte dahinter so, yeah, bist du in der Dunstwolke des Fames, gell? We are Call of Mothership, ja, es flattering, aber das nicht important. Mm. Na, also, wir sind ja trotzdem noch underground, Junge. Also das muss man, finde ich, immer bedenken. Irgendwo? Wir sind der Underground. Ja, aber Call of Mothership, ihr habt ja auch wenigstens eine coole Live-Show, die wirklich auch meiner Meinung nach nicht für einen Underground selber spricht. Also das ist schon das, was ich auch, das habe ich euch ja auch damals gesagt nach der Szene. Ich sehe halt immer wieder so bei, eben was wir gesagt haben, bei Bands, die bewegen sich nicht und so weiter. Die haben auch kein Konzept. Ich meine, ihr habt ja wenigstens auch ein Konzept dahinter. Mhm. Also ich meine, du hast ja auch das Buch geschrieben zum Beispiel, das steht ja bei mir in der Filiale. Das ist ja das, wo ich sage, okay, da gibt es einen Gedanken dahinter, da gibt es wirklich eine Idee dahinter und das merkt man halt, finde ich, extrem. Und das ist halt dann auch das, wo ich sage, okay, das ist nicht Underground in dem Sinne. Weil Underground ist halt eben zum Beispiel auch diese Hobbybands und so weiter oder auch diese Anfängerbands und das seid ihr halt absolut nicht. Ja. Sehe ich halt so. Ist halt jetzt, ja... Meine Meinung. Aber wenn jetzt, weil ich gerade, so, das ist wahrscheinlich gerade ein harter Sprung, aber weil es mir gerade einfällt, du sagst Underground und Hobbybands, wie du angefangen hast mit Connecten generell, kannst du dich erinnern, wie du irgendwie in diese Kreise, das heißt, wenn man in der Mafia. Ich hab mich einfach angefangen, im Escape an zum Saufen. Schon, oder? Das Escape war meiner Meinung nach, es ist auch heute noch eine coole Stelle. Also man kann heute immer noch echt gut fortgehen. Escape und Vibe Room sind, finde ich, zwei der besten Metal-Bars in Wien. Badlegs gibt es auch noch, da war ich aber leider noch nicht. Aber Escape vor 10 Jahren, kann ich mich erinnern, war so geil, weil du bist halt einfach hackevoll, bist du da eine Tonne und hast dich an irgendeinen Tisch gesetzt und warst du damals nicht noch zu jung zum Trinken? Nein. Dezidiert das Nein. Oje. Weißt, ich bin am Land auf die Schule gegangen. Macht also, Werbung fürs Escape. Alkohol für mich. Und für Viper Room. Oh je. Na, also wie gesagt, also da war ich 16.
Und das war halt schon geil damals. Also das ist mal, das ist, glaube ich, ein bisschen verloren gegangen, so, weil, vielleicht aber auch, weil ich mehr in die Death-Metal-Szene rübergegangen bin und damals war es halt Black Metal und Pagan und so weiter, das sind halt auch andere Leute. Also du bist tatsächlich durchs Fortgehen in die Szene reinkommen. Ja, durch, eben durch diese Freunde mit der Black Metal-Band, weil der eine Freund von mir, den kenne ich ja schon seit 22 Jahren. Also den kenne ich ja schon, seitdem ich auf Fötus bin, der laufen kann. Und seitdem du drei bist. Ich rechne die ganze Zeit. Ja, genau, seitdem ich drei bin. Ich überprüfe das. Ich weil da kommen wir wieder zurück zum Anfang. Ich war ja auch heute bei meiner Oma schon und dort in dem Gartenverein, da hat der zwei Häuser weiter gewohnt. Und das war dann mit seinem Bruder gemeint, das waren meine besten Freunde. Und das war dann eben so mit 16, dass wir dann auch angefangen haben, so mit dieser ganzen. Er war ja schon, er ist ein paar Jahre älter, er hat ja vorher das Ganze schon gehört. Okay. Und so bin ich erst reingekommen. Also so habe ich wirklich dann angefangen zum Tschechern. Durchs Tschechern habe ich dann angefangen, dass ich wirklich so die Leute auch kennenlerne. Mhm. Beim Saufen kommen die Leute zusammen und beim Reden. Und aber glaubst du, das ist irgendwie anders auch möglich? Also wenn jetzt mal, weil du... Ja, du, ich... Also ich kann, würden wir jetzt Leuten, die irgendwie gerade am Rande von der Szene stehen oder sich denken, hey, ich wollte immer schon mal irgendwie... Eintritt so ein Sprungbrett rein quasi? Oder? Ja, halt ohne, dass du dich ansaufst irgendwo. Wie... Du, Veganer sind eh gefragt momentan. Kannst du über Salat reden? Nein, ich bin auch Vegetarier, by the way. Na, aber das, also, du weißt, was ich meine. Also halt die jüngere Bands, glaub, die irgendwie jetzt... Jüngere, es hört sich an, als wäre ich irgendein berühmter Dude. Ich habe nichts. Ich glaube, nichts. Ja, aber wir sind ja schon lang genug dabei. Auch. Also, lang genug. Wir sind schon länger dabei als Bands, die gerade erst angefangen haben. Das kann man, glaube ich, eine konstante... Was uns auszeichnet, ist einfach, dass wir nie aufgehört haben. Und genau. Das macht uns zu... Das stur sein, muss zu, man einfach. Zu na, also, nix. Sprungbrett zum Reinkommen, glaube ich, hör die Musik, geh auf die Konzerte, du wirst dann irgendwann merken, dass du immer dieselben 10 Gesichter Minimum siehst, weil die einfach... Mhm. Es gibt diesen Kern und die Leute werden sich dich auch merken. Und ich glaube, was wirklich wichtig ist, dass man einfach wirklich drauf scheißt und ein bisschen auf die Leute zugeht. Weil gerade im Metal, auch wenn wir ganz eine böse Musik machen, es sind alles total liebe Bussi-Bären. Bis aus dem Black Metal, die sind ganz komisch. Nein, aber es ist wirklich, es sind alle lieb und es ist auch scheiß halt auf Saufen, aber red mit den Leuten. Ja. Also das ist, glaube ich, ein ganz normales Prinzip und ich glaube, gerade im Metal-Kant wirst du eher für das akzeptiert, was du bist, als das, was du, sag ich jetzt mal, oder was andere wollen, dass du wärst. Ja. Mir ging es darum, dass ich, also wie gesagt, weil du eben sagst, in der Metal-Szene wird man dafür akzeptiert, was man ist, dass du halt nicht sagst, aber du musst dich ansaufen, damit du Leute triffst irgendwie. Nein, also ich glaube, es gibt schon so diese Leute, die das halt als elitäres Minimum sehen, aber wer braucht die? Also wer braucht Leute, die da überhaupt sagen, was du machen musst, damit du jetzt, was weiß ich, June so ein Scheiß bist? Es gibt, ich finde es auch nicht okay, wenn man zum Beispiel... Das böse Wort, das T-Wort gesagt. Kult, true. True. Nein, also wie gesagt, ich finde gerade auch, nehm mal her im Black Metal, das ist ja auch Hergang immer mehr in Richtung Post-Black Metal und so weiter. Vom Vark Vikernes, der da in ein Headset unterm reinschreit von Microsoft, antikapitalistisch, ist es gekommen zu jetzt zum Beispiel österreichischer Vergleich Harakiri for the Sky. Großartige Band übrigens. Ja, du, ja, ja. Shoutout zum Thomas Dornig. Ja, großartiger. Dornig ist ein Lyrik, ja. Wirklich, ganz super. Das ist eben der Punkt, das ist ja ein langer Weg gegangen. Und auch wenn es immer noch diese Elitären gibt, die sagen, was weiß ich, Post-Black Metal, das ist was für kleine Kinder. Da habe ich keine Ahnung davon, sorry, aber es ist... Nein, also ich finde, also das ist was, das kannst du in jeder Szene sehen. Das hast du bei den Freshern, bei den Black Metalern, bei den Death Metalern, bei Grindern. Es wird immer diese Leute geben, die sagen, das ist nicht mehr das, wofür wir eigentlich einstehen. Und Alter, ganz ehrlich, wenn sich nichts entwickeln würde, dann... Glaubst du, das ist irgendwie sowas, was die Szene auch ein bisschen sozusagen zurückhält, dass sich halt dann nochmal so eigene kleine Grüppchen bilden, die halt ihren Shit machen, dass sich halt zum Beispiel die Core-Leute zu wenig mit den Death-Metalern unterhalten? Du, aber die Leute... Black-Leute zu wenig mit... Ich meine, Black-Leute reden sowieso... Du, wenn ich in der Grand-Szene irgendwie sage, okay, ich mag zum Beispiel sich Dire des Mörder oder so, oder eben Carnifex, oder zum Beispiel Feed von Autopsy, ja. Da fällt mir auch ein guter Übergang an. Das ist nämlich, der Punkt ist nämlich der, die Leute werden eher ein bisschen verschrocken sein dazu. Also die werden ein bisschen nervös sein, wenn du von Core anfängst im Grind. Okay. Aber gutes Beispiel ist da zum Beispiel der Gitarrist von Dysentery, mit dem wir auf Tour waren. Mhm. Der ist ja auch der Bassist von Feed von Autopsy. Und die sind ja wirklich groß auch im Core. Und
der ist eigentlich kommen aus dieser ganzen Brutal Death-Geschichte, aus dem Slam, aus dem ganzen Tiefen und hat dann später bei Fit for an Autopsy angefangen, Bass zu spielen und hat dadurch selber völlig neue Einflüsse bekommen. Und das ist das Schöne dran. Und wenn du das nicht haben willst, dann bist du selber schuld, in meiner Meinung. Also das ist schon was, was ich gern... Also wo ich mir denke, ich sehe zum Beispiel zu wenig, also ich hätte gern, dass das ein bisschen mehr zusammenkommt. Also mir ist das noch ein bisschen zu getrennt irgendwie, dass du halt sagst, hey, die Chorleute und die Chorbands und die, ich meine... Ich hätte aber deswegen ich verstehe, was du meinst. Es separiert sich hier total. Aber deswegen habe ich ja zum Beispiel auch geschaut bei Within Destruction. Habe ich einen Andi reingenommen mit seiner Hardcore-Band. Weil ich weiß, okay, da werden noch aber Hardcore-Leute vorbeikommen, denen wir Within Destruction wahrscheinlich auch taugen. Und Left to Drown haben wir auch gehabt mit Slammern und so. Also ich finde, da liegt es ganz, ganz arg bei den Veranstaltern, das zusammenzuführen. Also du hast es ja in der Hand. Du hast es in der Hand, aus verschiedenen Szenen die Leute zu holen. Also mach das auch. Dann kannst du nämlich eine schöne große Szene haben. Und also da bei dem Gedanken mich total, dass man das ein bisschen vereinigt. Eine große schöne Szene. Genau. Das ist eigentlich ein wunderbarer Abschlussgedanke. Voll. Wir kehren zurück zu deiner Oma. Voll. Und das ich weiß nicht, möchtest du noch Bench outshouten kurz outshouten, zum Ende? Ich kann alle outshouten, keine Angst. Alphabetisch. Also eigentlich möchte ich nur einen Shoutout machen zu allen österreichischen Bands, die in den letzten 2-3 Jahren, egal was released haben, ich merke es, ich finde, es geht extrem bergauf, weil es ist unglaublich viel Potenzial da. Es ist unglaublich viel coole Sachen von Oberösterreich bis nach Wien, bis ins Burgenland, sowieso Burgenland. Representing. Nicht ich, aber andere. Bis runter nach Kärnten. Also da, es tut sich, ja, Kärnten. Sogar bis Kärnten, ja. Kastel, ne? Zum Beispiel. Ja, andere auch. Ja. Counterweight kommen ja aus echt Kärnten, richtig? Soweit ich weiß. Großartige Band auch. Ja. Also es tut sich extrem viel. Was ich überhaupt nicht mehr hören will, ist dieses in Österreich geht nichts, weil das ist Bullshit. Und das du haben musst wir nur dranbleiben. In den letzten 2-3 Jahren, finde ich bewiesen, dass das nicht stimmt. Ja. Absolut. Ja. Yes. Dann belasten wir es, glaube ich, bei dem. Danke auch an Jörg und an Peter, dass wir da sein dürfen. Yay! War schön mit euch. Nein! Es war schön, dass ich jetzt nicht im Regen draußen stehen habe müssen. Voll. Dann. Shout out to Big J. Jesus Christ is my wigger. Jesus, take the what? My wigger. The wigger. Oh, the wigger. What did you hear? Okay, na dann. Tschüssi. Oh, cool. Ist einfach mal gut. Haben wir irgendwas von dem gecovert, was ihr haben wollt? Also, das war gut. Das ist alles zusammen.